2 Tage vor der Veranstaltung nochmal die letzte Besichtigung. Madeleine und Stefan wollen hier Spenden für den guten Zweck sammeln. Das ist kein Zufall, denn Verwandte von ihnen sind selbst betroffen. Angemeldet sind ganze 22 DJs. Auch sie kommen nicht ohne Grund. Die DJs, die hier auflegen, sind zum Teil selbst mit betroffen. Die kommen aus der Region Leipzig und Umgebung und die wissen ganz genau, für was wir hier spenden, für was die selbst auflegen. Die haben die ganze Katastrophe gesehen, ja. Jetzt wird erst einmal die vorhandene Technik inspiziert. Und da fehlt noch so einiges. Turntables, Mixer und Co. müssen erst noch rangeschafft werden. Alles hochtragen, anschließen, gucken überhaupt, wie wir das alles aufbauen, wo was hinkommt. Und dann mal gucken, wie klingt, wa? Das ist das Wichtigste. Klingen muss es. Gespielt wird auf 2 Floors. Diese sollen nach den Musikrichtungen Minimal und Hardtech aufgeteilt werden. Während sich Stefan hier noch etwas umschaut, bereitet Madeleine nebenan schon die Einrichtung vor. Bis die 2 ihre Veranstaltung überhaupt aufziehen konnten, standen ihnen erst einmal einige Hürden im Weg. Erstmal die Location zu finden, klar, das ist schon mal das Erste, weil wir haben natürlich laut Gesetz, wo wir uns nach einigem richten müssen. Und ja, klar stand uns ein bisschen was im Weg, aber jetzt ist alles geklärt und von daher ist alles super, ja, kann losgehen. So richtig bekannt wurde Madeleine im Oktober letzten Jahres. Besonders freizügig zierte sie das Cover einer örtlichen Diskothek und auch sonst ist das Brandenburger Model keine Unbekannte in der Fotoszene. Wir fragten nach, ob es einen ähnlichen sexy Auftritt auf der Party geben wird. Stimmt, dadurch bin ich wohl oder übel schon bekannt, ja. Aber wer das rausfinden möchte, der muss natürlich selber herkommen, ja. Die letzten Vorbereitungen werden jetzt noch getroffen, die letzten Plakate werden geklebt, bevor es dann mit großen Erwartungen endlich losgehen kann.